Schaffen wir dir beim Restaurant für morgen. Nee, nee. Danke. Schlange stehen für eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel früh um 8. Wo gibt es das heute noch? Diese Szene wurde gedreht vor dem Südweststadion in Ludwigshafen an einem frostigen Märzmorgen. Die Karten, die hier über den Tisch gehen, kosten 11 Mark. Stehplatz, nicht überdacht, ein begehrter Restposten. Beim SV Waldhof ist eben manches anders. Und auch der Start in das Abenteuer Bundesliga war bemerkenswert optimistisch. Ein Einzug mit Pauken und Trompeten. Ausverkauftes Stadion, das ist nichts Neues für einen Neuling. Bei einem Zuschauerschnitt von 29.000 gehört Waldhof allerdings zu den wenigen Bundesliga-Clubs mit einem finanziellen Spielraum, der genutzt werden soll. Ja, dieses Geld, über das wir jetzt verfügen können, das ist verdientes Geld. Verdient vom Verein, von der Mannschaft. Wir werden es teilen, die Mannschaft wird beteiligt. Wir werden unsere Verbindlichkeiten abtragen und werden dann sehen, ob wir eine Rücklage bilden, ob wir neu investieren. Oder ob wir es zurückhalten, einmal für eine Notinvestition im sportlichen Bereich. Zur Premierenvorstellung erschien der deutsche Vizemeister Werder Bremen. Alfred Schön schoss das erste Bundesligator für Waldhof. Der Neuling gewann 2:0. Waldhof entdeckte an diesem Nachmittag eine Sonnenseite der Bundesliga. Die Bundesliga entdeckte Klaus Schlappner. Und wir fanden einen Namen für unseren Film. Wir sind einfache Leute, wir passen zu unserem Publikum, das Publikum passt zu uns. Hier ist arbeitende Bevölkerung und die akzeptiert die Arbeit des Trainers in der Mannschaft. Es folgten 5 Spiele ohne Sieg, nur 3 Unentschieden. Der Bundesliga-Alltag hatte den Bremen-Bezwinger längst eingeholt, als es zu den Bayern ging. München feierte Oktoberfest, Hotelunterkünfte waren rar. Also fuhr Waldhof mit dem Zug. Anreise war am Spieltag. Die Waldhöfer verstehen zu improvisieren. Es geht auch einmal ohne Trainingslager und ohne First-Class-Hotel. Und dass da im Abteil keine normalen Reisende saßen, fiel allenfalls hier ins Auge. Was für einem Match so zu erledigen ist, das war allemal in 4 Stunden Mannheim-München zu bewältigen. Sogar für ein Süppchen reichte es noch. Waldhof hatte dann Pech mit dem Bustransfer ins Olympiastadion. Man kam erst in letzter Sekunde, aber was soll's. Das Gefühl war gut bei Klaus Schlappner und seiner Truppe, hatte man doch hier vor gar nicht langer Zeit im Pokal bis in die Schlussphase geführt. Der Tabellenführer gab sich siegesgewiss. Und unten in der Waldhofkabine appellierte der Trainer ein letztes Mal an die Moral seiner Spieler. Krempelt die Ärmel hoch, auch wenn sie kurzärmliche Trikots sind, krempelt sie weiter hoch, seid tüchtig, seid fleißig, helft euch gegenseitig. Es wurde ein böser Nachmittag für den SV Waldhof. Die Rummeniges hatten einen großen Tag. Waldhof kassierte früh das erste Gegentor. Die Bayern waren torhungrig, wie so oft in dieser Saison. Die Abseitsfalle des Neulings wurde zum Boomerang und die Alleingänge des Bruderpaars zum Albtraum für den jungen Torhüter Uwe Zimmermann. ...32.000 Zuschauer hatten ihre Gaudi. Es war eine bittere Lektion für Waldhof. Am Ende hieß es 0:6.
Keine Frage, München war an diesem Septembertag eine Nummer zu groß. Aber Klaus Schlappner ist keiner von denen, die Ausflüchte suchen. Die Mannschaft kann selbst mal 12 Stunden drüber schlafen bis zum nächsten Treff. Wir müssen natürlich ganz klar diese Fehler aufzeigen, die im Einzelnen liegen. Man kann verlieren, aber ohne Gegenwehr hat man dann in der Liga nichts verloren. In der Klasse muss man gegen jedes Tor spielen und für jedes Tor spielen. Und das haben etliche Spieler heute nicht getan. Die haben sich damit abgefunden, dass der Gegner übermächtig ist. Und jetzt ist für mich im Laufe der Woche einfach die spielerischen und fußballerischen Elemente als erstes wieder aufzuzeigen, das Selbstbewusstsein zu stärken. Und natürlich dann dieses Bayern-Spiel quasi zu der Akte zu legen. Hier ist der Aufsteiger zu Hause auf dem Waldhof seit Juni 83 an der Baustelle. Mit einem Kostenaufwand von 4,5 Millionen Mark baut die Stadt Mannheim eine neue Tribüne mit allem Drum und Dran. Der Neuling spielt derweil drüben auf der anderen Rheinseite in Ludwigshafen mit einer Sondergenehmigung des Deutschen Fußballbunds. Und auch das ist anders in Waldhof, zudem ohne Beispiel in der Bundesliga heute und früher. Aus dem 20er-Kader kommen nicht weniger als 11 Spieler aus der eigenen Jugend. Stefan Knapp, Günther Sebert, Roland Dickieser, Oskar Bauer, Ulf Kweißer, Dimitrios Chionanis, Jürgen Mackan, Pando der jüngere Chionanis, Uwe Zimmermann, Alfred Schön und Dieter Schlindwein. Kapitän Günther Sebert spielt seit 27 Jahren für Waldhof. Er begann 1957 in der D-Jugend. Mit 36 kam die Bundesliga. Da ist Co-Trainer Klaus Sinn. Er hat auch die Schwarzenstunde mitgemacht. 1970 stieg Waldhof in die Amateurliga ab. Zum ersten Spiel kamen ganze 532 Zuschauer. Sinn führte den SV wieder nach oben. Zwei Beispiele für Vereinstreue. Die Mannschaft ist jung, die meisten Anfang 20. Sie haben sich umstellen müssen. In der zweiten Liga liefen Ausbildung und Beruf parallel zum Fußball. Jetzt sind sie Profis. Aber das, was sich oft zwischen zwei Trainingseinheiten in den Mittagsstunden unter der Haupttribüne des Stadions tut, das entspricht so ganz und gar nicht den Vorstellungen, die gemeinhin über die Gepflogenheiten der Bundesliga im Umlauf sind. Da wird zwischen Duschraum und Billardtisch schnell mal ein Schnitzel in die Pfanne gehauen. Nicht alle bleiben hier, einige fahren nach Hause und nicht immer gibt es Schnitzel, aber die Ansprüche sind offenbar normal geblieben. Die Salärs derer, die hier am Tische sitzen, sind mit ihren Erfolgen zwar um das Zwei- und Dreifache gestiegen, aber 100.000 und mehr in der Saison verdienen längst nicht alle. Wer fritzt gar nicht, ja? Wer hat die Schnitzel gemacht? Den Ton gibt auch jeder Trainer an und der ist in Mannheim allemal deftig und herzlich. Hat sie sich ja echt wieder Mühe gegeben, ne? Hat sie der Fritz bekloppt? Besten Dank, Herr Remark. Darf ich den Trainer noch Brötchen schmieren? Nee, so weit sind wir noch nicht. Oh, wieso nicht? Wieso nicht? Doch, Herr Böhli. Das Länderabwehr, guck noch, Herr. Das ist das auch noch. Er macht nur das, was er auch daheim macht. 40 Autominuten vom Stadion auf halber Strecke zwischen Mannheim und Karlsruhe ist Roland Dickieser zu Hause. Er hilft an trainingsfreien Tagen, und die gibt es in Waldhof immer noch, seinen Eltern im Weinberg.
Die Dickiesers bewirtschaften hier eine Fläche von 24 A. Riesling ist im Kraichgau eine bevorzugte Sorte. Roland Dickieser, Stammplatz linker Verteidiger, ist ein selbstbewusster Bursche. Er hat die mittlere Reife und hier in Langenbrücken gelernt. Ich war hier auf der Gemeinde im Verwaltungsbereich. Ich habe im mittleren Dienst hier bei der Gemeinde die Lehre abgeschlossen. Für das Abenteuer Bundesliga hat Roland Dickieser einen sicheren Arbeitsplatz aufgegeben. Ja, ich würde sagen, dass man sicher wieder in die Branche reinkommen kann. Aber hier in der Gemeinde, glaube ich, sind die Chancen nicht so gut wie in einer größeren Rathaus, vielleicht in der Stadt Mannheim oder in der Stadt Karlsruhe. Aber hier sind zu wenige Bedienstete, um wieder diese Stelle zu bekommen. Auf eine gediegene Ausbildung hat der Club bei allen Wert gelegt. Ja, also mir fällt jetzt keiner ein, der keine Lehre abgeschlossen hat. Es ist ein geflügeltes Wort in Waldhof, das den Roland so schnell nichts umwirft. Kein Wunder bei dieser Mutter. Bei uns hat sich nichts verändert. Zum Maler geheiratet habe ich ja noch ausgezogen. Ah, ja. Das war die große, oh, Entschuldigung, haben Sie auch nicht abgekriegt. Das war bei uns die große Veränderung. Das ist kapiert. Hallo, liebe. Der ist in verschiedenen Phasen immer wieder den Ball halten, in freie Räume reinlaufen. Auch wenn das Mittelfeld nicht nachrückt, behalten Sie den Ball am Fuß, suchen Sie wegen mir dann den Abschluss allein. Alfred Schön gilt als der talentierteste Waldhöfer. Er stand in der Juniorenmannschaft, die 1981 im fernen Australien Weltmeister wurde. Von ihm, der zu den Stillen im Lande zählt, wird erwartet, dass er irgendwann die Spielmacherrolle übernimmt. Er wurde schon zweimal am Meniskus operiert und die Forderung des Trainers, immer wieder in die Spitze zu gehen, erfordert Mut. Alfred Schön, Jahrgang 62, ist nicht nur im Fußball ein Musterschüler. Als er die Zwischenprüfung ablegte an unserer Schule, und die war landeseinheitlich, an dieser Prüfung haben im Land Baden-Württemberg 452 Schüler teilgenommen. Alfred Schön war der Beste im ganzen Land. Schön ist eine zentrale Figur im Waldhofspiel, ein fast zerbrechlich wirkender junger Mann. Lässt ihm die Bundesliga Zeit zu reifen und härter zu werden? Wir haben in der zweiten Liga oft durchschnittlich nur gespielt, haben aber das Spiel sicher gewonnen. Und jetzt, man sieht es, da werden die Fehler gnadenlos aufgedeckt in der Bundesliga. Natürlich gibt es Spieler, für die er schwärmt. Ja, Vorbild habe ich eigentlich keines, aber mir gefallen eigentlich die Typen, die südländischen Typen wie Maradona oder Zico. Und von den Europäern oder von den Deutschen gefällt mir eigentlich am besten der Bernd Schuster. Selbstverständlich hat er Ziele und natürlich auch Träume. Ja, wie gesagt, Ziel Bundesliga, Klassenerhalt. Und persönliches Ziel ist natürlich die A-Nationalmannschaft. Im Tor steht Uwe Zimmermann, ein Kerl, der zupacken kann. Er gehört zum Kreis der besten Nachwuchstorhüter in Deutschland. Die Haarsträhne ist echt. Es ist ja ein Jugendtraum gewesen von mir persönlich, dass ich einmal Bundesliga spielen kann. Ich werde jetzt 22 und mein großes Ziel ist natürlich A-Mannschaften, A-Nationalspielen. Mein Vorbild war und ist immer noch Feldmeier. Zimmermann ist wie Alfred Schön ein großes Talent. Er kam durch Roland Dickieser zum Waldhof und ist jung verheiratet. Trainiert mir wieder ab. Trainiere ich wieder ab. Aber ich nicht. Wir machen was jetzt in 14 Tagen, am Geburtstag? Ich sag nicht. Dann kommen da alles. Benhan, Anita und Robert. Also Rüdiger. Aufgewachsen sind alle drei in dieser Gegend. Fußballspielen gelernt haben sie in Mannheim. Landschaft und Laufbahn sind überschaubar. Ich muss weggesetzt, bis ich komme. Dann musst du vereinen. Ich bin ja nicht der Fahrer, oder? Ist ja der Bus. Der Fußballnachwuchs. Er zieht sich in Waldhof in einer Baracke um, weil die Tribüne nebenan noch im Bau ist. 500-600 Buben jagen hier hinter dem Ball her, nichts Besonderes, Zahlen, die auch andere Vereine vorweisen können. Nein, nein!
Immerhin, die Waldhöfer kommen mit ihrem Nachwuchs in schöner Regelmäßigkeit in die deutschen Endrunden und meist sehr weit. Hinter diesen Erfolgen steht ein Trainer ohne Lizenz, der aber keinen Trainerschein braucht, weil er den Blick hat für die Talente. Kurt Koberger. Der hat sehr Wortkalte, aber Eigentor zum 1-1. Und das war bei mich der Unergang. Auch Zimmermann Schön und Dickieser gingen durch seine Hände. Gesagt, wir haben alle Tore geschossen. 1980 war Waldhof deutscher Jugendmeister durch einen Sieg über Schalke. Gerade nach dem Tor und nach dem, wo es nur 1-1 gestanden hat, da hat der Ulf gegen den Wutgetter ja heute beim HSV und bei Schalke. Seine Frau Renate besorgt den organisatorischen Teil. Die Kobergers sind in Waldhof eine Institution. Der berühmteste Waldhöfer ist Sepp Herberger. Als er Anfang der 20er Jahre, man sprach von der Mannheimer Berufsspieler-Affäre, zum Lokalrivalen VfR Mannheim wechselte, kühlte das Verhältnis schnell ab. Altwaldhof. Häuser, die heute unter Denkmalschutz stehen. Hier in dieser Zeile hat Herberger gewohnt. Wo sich heute Schrebergarten-Idylle breit macht, lag früher der Waldhofsand. Hier kämpften nach dem Ersten Weltkrieg die Mannheimer gegen den berühmten Club um die Süddeutsche. Waldhöfer war auch Otto Siffling einer der Großen im deutschen Fußball. Er starb mit 27. Waldhof ist ein Arbeiterviertel im Mannheimer Norden. Der SV war bis in die 40er Jahre eine Nummer im deutschen Fußball. Nach dem Krieg stand er dann im Schatten des VfR. Auch sie sind Waldhofbuben, die Försterbrüder Bernd und Karl-Heinz. Sie lernten Fußball spielen, wo schon anders als bei den Kobergers. Ein Wiedersehen vor dem Bundesligaschlager Waldhof Stuttgart vor einigen Wochen. Andere Interesse, gell? Wenn man immer unterwegs. Wie geht's selber? Gut, danke. Die Stürmer sind immer vor Platz auch zu treffen. Ne? Ich hoffe bloß, dass er halt uns einen Punkt los, ne? Er kriegt einer. Kommen wir jetzt da hin. Um zu überleben, musste Waldhof jahrelang seine Talente abgeben. Die Försters gingen nach Stuttgart, Steiner nach Duisburg, Heck nach Nürnberg. Uwe Rahn war der letzte 1980 nach Mönchengladbach. Danach hieß das Ziel Aufstieg und Bundesliga. Und der B-Jugend, der Betreuer. Ah, der will nicht mehr so, der wird dieser aufhören. Ja. Aber das macht noch Spaß, das tut noch. Auch das wird in Waldhof gepflegt. Man weiß, was man an ihnen hat. Die Spielerfrauen werden von Richard Wirth, dem Fußballboss, begrüßt. Klaus Schlappner soll übrigens dafür gesorgt haben, dass seine Buben möglichst zahlreich und schnell unter die Haube kamen. Gegen die Großen spielt Mannheim besonders gern. Dann ist das Stadion ausverkauft und Waldhof kann kontern. Nach einer Vorlage von Hans Hein schießt Fritz Walter hier das 1:0 gegen Rohleder. Fritz Walter, der kürzlich beim Konkurrenten Kaiserslautern unterschrieb und dann doch in Waldhof verlängerte. Das letzte Wort ist hier aber wohl noch nicht gesprochen. Der Torjäger spielt seit 3 Jahren für Waldhof. Er ist in Weinheim an der Bergstraße zu Hause und gilt deshalb, wie alle anderen Zugänge, als Ausländer. Eine seltene Szene, Alfred Schön setzt sich durch und schießt ein Tor, das 2:0. Am Ende hieß es 2:2, die Schwaben blieben Tabellenführer. Siege sind rar geworden für Waldhof, aber das tut der Stimmung keinen Abbruch. Treff nach dem Spiel gleich neben dem Stadion. Das war immer so und soll auch so bleiben, egal wie das Abenteuer Bundesliga ausgeht. Ja,
haut ja nicht verloren. Es ist unwahrscheinlich, dass diese familiäre Atmosphäre ungestört bleibt. Das lautere Angebot an Fritz Walter mitten in der Saison ist ein erster Missklang von draußen. Danke. Ja. Oh, Wolfgang, du bist an. Das war eine ganz krasse Entscheidung. Erste Tor, du musst das ja gerade hören. Die vorne oben. Wie siehst du, Ball ist drin oder die vorne wieder? Nein, der muss es haben. Der arme Meter ist ja der 14 ständig. Aber noch strahlt Waldhof viel heile Fußballwelt aus. Und das, was stark gemacht hat auf dem Weg nach oben, klingt fast wie aus dem berühmten Notizbuch von Sepp Herberger. Die Stärke des Präsidiums liegt in seiner Einigkeit. Wir sind schon fast 10 Jahre zusammen. Und wie Sie alle wissen, haben wir sehr schwere Zeiten hinter uns. Niemand hat die Nerven verloren, sondern wir behielten unser Ziel im Auge, einmal sportlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Waldhof wird geführt von einer Handvoll erfolgreicher Geschäftsleute. Aber das Scheckbuch steht nicht an erster Stelle. Ich möchte die anderen Vereine keineswegs angreifen, aber das passt nicht hier in unserer Region. Wir sind hier eine sehr herzliche, eine auch von der Landschaft her sehr begünstigte Gegend. Und wir suchen hier eine Institution, die zum Freizeitgedanken dieser Bewohner hier passt. Und das ist bei uns zusammensitzen, zusammenarbeiten, aber auch dann zusammenhalten in der Not.